Cruise auf der See mit dem Segel in der Hand und dann voll zwischen den Beinen. Voll Tutorial. Man braucht viele Tools, weil ohne Tools, diesen Schraubenzieher habe ich hier am Boden gefunden. Ist das deine? Nein. Nee, scheiße. Ja. Man braucht viele Tools zum Feulen, weil ohne Tools. Das ist meins. Das ist deins. Ja, mein Segel fällt auseinander. Das Patriotensegel. Das gesponsert ist, aus Nazi-Gold. Ja, moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Was ihr eben gesehen habt, war Balz Müller, aka Radiculo, der krasseste Freestyler des Planeten. Und ja, heute ist ein besonderes Video, denn ich habe mal wieder einen Gast am Start. Guten Tag, Servus. Herr Ponseti. Ja, ich bin Luis. Luis Ponseti. Ich habe deinen zweiten Vornamen vergessen, wie war der nochmal? Der ist jetzt nicht so wichtig. Weißt du denn, warum du heute hier bist? Noch nicht so ganz. Ja, also wir machen jetzt ein Reaction-Video. Das Format heißt Alter. Und es geht darum, dass wir uns Videos anschauen, wo man sich so denkt, Alter. Da liegt mein Schlüssel. Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich mir überlegt, da ich ja gerade so dabei bin, Frontflug zu lernen. Also du hast mir gerade schon gesagt, es ist wieder einfach nur Überwindung. Ja, auf jeden Fall. Reagieren wir mal so auf die krassesten Triple-Loop-Versuche, die es so gibt. Weil ich finde das echt beeindruckend. Ja, das finde ich auch ziemlich. Also Triple Loop ist ja dann nur was anderes als normaler Forward. Also das ist, glaube ich, dann auch nicht nur Überwindung. Das ist halt schon mega krass so. Ja. Wollen wir einfach anfangen? Lass einfach anfangen. Wir haben hier so erotisch schön einen Kopfhörer. So. Okay. Ah. Ach, eine Sache noch, wenn euch das Video gefällt, dann Daumen nach unten und auf keinen Fall auf die Glocke klicken. Und auch nicht abonnieren. Okay. Also das erste Video ist von Bujma. Jilul? Heißt er so? Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Spannend, ey. Krass, und der macht Triple Loops, obwohl man den. Ich weiß es nicht. We had like a good 4-5 water with the mast high waves and the biggest sets. Tut mir leid. I saw this ramp come in and I knew. Ist er das? Ist er das? Was ist das für eine Welle auch? Er ist halt einfach so hoch. Went for it. Like I was flipping around doing the first one and second one, I saw Klaas screaming and then I looked Alter, for like how Fuck. Much higher I was to do a third one and ich I just ganz went kurz for es ist ja auch, ich weiß nicht, ob es on purpose ist, dass der einen mit der GoPro filmt, ja. Aber wenn es random ist, was für ein Glück. Mega, Alter. Thinking. Also ich meine, die Rampe. Alter, die Rampe ist halt auch schon, boah, so hoch. Alter. What the fuck? Oh, okay. Nee. Also ich würde sagen, ihr hättet mal lieber beim Double bleiben sollen. I only remember class screaming or like I cannot remember when I looked at the Alter. How high I was. Oh my god. I oh I passed in out like when I hit the water and I only woke up 5 minutes later. Ey, wie krass. 5 Minuten einfach Knockout. Das musst du dir mal reinziehen. Das ist heftig. Wenn aber der ist auch echt nicht gut gelandet, ne? Hast du gesehen, wie er ist halt auf dem Mast gelandet, glaube ich. Ja? Vielleicht können wir das gleich noch mal kurz gucken. Ja, dann machen wir noch eine Einblendung. Lass uns einfach noch mal gucken. Alter, das ist schon richtig das hoch. Das ist richtig hoch, Mann. Das ist halt auch noch Stall Trip. Guck dir das mal an. Fuck. Das sind halt so 10 Meter oder sowas, ne? Mehr. Stimmt, wenn man das hier so anguckt. Also, du wirst es wahrscheinlich merken, wenn du deinen ersten Forward übst. Ja. Wenn man den verkackt, wie weh das schon tut. Nach so einer Rotation. Das sind halt schon, ich weiß nicht, schon. Das ist schon wahrscheinlich ordentlich Kraft ordentlich dahinter. Kraft, ja. Das ist halt das Schlimme, weil du die dritte Rotation, da hast du halt eigentlich keine Kontrolle mehr. Ich glaube, das ist auch ein bisschen das Problem. Deswegen schaffen es die Leute wahrscheinlich nicht. Ja. Spoiler, ich würde jetzt mal fast vermuten, dass Philipp Kössler nicht der Erste mit, obwohl er, glaube ich, bisher am weitesten war. Vielleicht hast du noch Videos von dem, sehen wir dann. Mhm, komm noch. Weil der so schwer ist. Ich glaube, auf dem wirken einfach viel krassere Kräfte, als wenn du so ein Thomas Traverser zum Beispiel das gibt, der viel leichter ist. Ich würde fast sagen, dass die Triple Loops aber meinst du gar nicht so ein Brecher das sein muss, sondern vielleicht sogar leichtere Leute, die weniger Kräfte. Ich hätte voll eine gegenteilige Theorie gehabt. Echt? Ich denke, wenn du leichter bist und die dritte Rotation machst, kriegst du gar keine Kontrolle mehr über dein ganzes Material, wenn du nicht genug wiegst. Ich weiß nicht, ob es vielleicht. Du bist halt viel träger, wenn du so richtig schwer bist. Ja, das meine ich. Also, aber vielleicht ist das geil, um die Rotationsbewegung beizubehalten. Aber darüber können wir gleich schnacken, ja, wenn die anderen kommen. Gleich. Köster kommt ja gleich noch. The only thing I'm gonna do to try my triple loop right now is to put a helmet and an impact vest and this is the safest way to try stunts and stuff and my mind is ready and
I hope my hand will be ready in a week. This is the only thing left. I had like, I broke my wrist or like my metacarpians, the fifth one and the fourth one. And I had like a trauma, like a concussion and like a swelling in my brain. And I had 13 stitches in my lips. And basically I had, I couldn't breathe when I sank and I had water in my lungs. Ach so, klar. And I spent 3 days in the hospital and that was it. This is as worse as it gets. Ist auch so geil, I Alter. I'm stoked. I das ist ja auch so geil. Du versuchst einen Triple Loop und kommst nicht vorher auf den Gedanken, einen Helm und eine Prallschutzweste anzuziehen. Ich find's auch so geil, dass er halt einfach 5 Minuten ausgenockt war und jetzt sagt so, ja, ich glaube, ich ziehe einen Helm an. Das ist aber auch drüber nachzudenken, dass er halt vielleicht ein bisschen heftig ist, ein Triple Loop und... Also ich glaube, ich würde nach so einer Erfahrung erstmal ein bisschen Pause machen mit dem Move und er einfach so, ich glaube, ich ziehe einen Helm an. Das ist ja voll krass. Irre, Alter. Der nächste gespannt, ist, jetzt, willst du zuerst Campello oder Philipp Köster? Lass mal Köster. Köster? Ich glaube. Das Video ist auch ein bisschen kürzer. Warte mal. Das war jetzt aber, glaube ich, kein Triple. Nee, das war, glaube ich, auch kein Triple. Ich glaube, das haben wir ganz gut erkannt. Ja, yeah, I'm super happy with my win here in Posse Izquierdo. It has been auf jeden Fall ein krasser Scheiß. Wow. Ist er das? And eins, yeah, zwei. Oh, oh, der war schon nicht schlecht. Das war so 20 Grad Rotation, die gefehlt haben, oder? Was soll das jetzt? Milchbrötchen? Nee, ich meine, warum jetzt auf einmal... Kommt da überhaupt noch mal was? Ich glaube, das war's. Das war's? Ja, okay. Das ist wieder nicht anders. Das noch nicht. Ja, aber... Guck mal, bei ihm siehst du... Wenn er jetzt mal Stopp macht, ist noch schon ein bisschen echt... weiter. Noch ein bisschen weiter. Das ist ja... Boah. Ist echt knapp, oder? Das war richtig knapp. Also... Ein bisschen höher. Und dann hätte er die... Ja. Ein paar Grad anders. Das war's fast, ey. Aber wen hast du gesehen? Er hat sofort rotiert, glaube ich. Ob der andere den dann so schafft, ganz easy? Ich habe halt echt recherchiert, so. Ich habe nichts gefunden von einem, der es gestanden hat schon. Ich frage mich, was die bessere Methode ist. Du kriegst natürlich, wenn du den Stall machst, ich glaube, du kriegst mehr Höhe, weil du dich erstmal richtig hochschießt und dann fällst du ja und drehst den. Aber und er versucht halt sofort in die Rotation zu gehen und... Guck mal, ich glaube, beim anderen war das Problem, dass er am Ende gar nicht mehr rotiert. Der ist ja einfach unkontrolliert runtergefallen dann am Ende. Vielleicht kriegst du, wenn du so von Anfang an mehr Drehmoment hast... Ich glaube, du kriegst eine bessere Rotation, weil du drehst, glaube ich, aber auch schneller. So, das ist halt nicht das Fallen, aber du drehst auch mehr vorwärts. Und wenn du einen Stall machst, dann drehst du mehr seitlich. Ich glaube, das könnte ein Problem werden, weil du irgendwann nicht mehr diese... Du hast auch nicht mehr diese Anfangsgeschwindigkeit. Du fällst halt einfach nur noch runter. Ich würde fast vorstellen, dass das von Philipp die bessere Methode ist. Einfach direkt in den... Philipp lebt auf jeden Fall auch noch und war nicht 5 Minuten ohnmächtig danach. Genau. Walz würde jetzt sagen, für die letzte Umdrehung lötet man sich noch einen rein. Glaubst du? Ich glaube... Dann weißt du, was man sagt ja... Nee, achso, ich meine jetzt nicht kiffen, ich meine jetzt... Ja, wenn du immer mit deinem Löten, ne? Löten ist das trinken. Bei dir, aber ich glaube, Balz ist auch so schon crazy, der braucht das gar nicht. Ja, wir müssen, wenn ihr Bock habt auf Balz im nächsten Reaction-Video, gebt mal einen Daumen nach oben. Der ist ein bisschen schüchtern, aber ich glaube, mit eurer Unterstützung würde er auch... Wer hat man am Anfang, glaube ich, auch gesehen, dass er ein bisschen schüchtern ist. Ja. Nochmal vielleicht ein bisschen näher ran. Sonst? Ja, schau, hier habe ich einen Pickel. Siehst du einen Pickel? Ist nicht so offen. Nee, eben. Ja. Und, aber wenn ihr ihm zeigt, so, ihr wollt ihn haben, dann wird das sicherlich was. Ich glaube, wenn ihr vielleicht auf seine Instagram-Seite oder sowas geht, ihm genau, ein bisschen also einfach zeigt, mal unten kommentieren und unten kommentieren. Zeigen, dass ihr ihn wollt und dann kommt er sicherlich. Ja. Was? Milchbrötchen. Boah, manchmal ist sowas ganz geil, ne? Manchmal schon, ja. Jetzt nicht so? Nee, doch, auch jetzt, gerade jetzt. Ich hab sonst eine Schokowaffe in der Tasche. Hier mit? Ja. Die sind sogar Bio. Na, vielleicht eine auch noch? Ricardo Campello. Ricardo. Einer meiner Lieblingssurfer. Ja. Der ist auch ziemlich krass. Das ist auch schon ein bisschen her, kann das sein? Ja, das ist ein älteres Video. Nasi in Rio de Janeiro 85. Das überspringen wir erstmal. Ja, das war ein Stall Double. Das könnte es gewesen sein, oder? Eins, zwei. Oh, war das aber der war schon, der war schon auf die Nose. Eins, zwei. Oh, Alter, was das für eine Power sein muss, wenn du da aufs Wasser klatscht. Auf die Seite. Aber er hat einen Helm auf, ne?
Hat er? Er hat einen Helm auf, ja. Hab ich gar nicht gesehen. Oh ja, er hat einen Helm. Ey, ich muss sagen... Eins, zwei... Boah, der erinnerte mich jetzt aber ziemlich an... Der erinnerte mich jetzt ziemlich an den von vorher. Ja, von ganz am Anfang? Ja, weil er ist auch ziemlich auf dem Mast gerade. Aber er hat... Ne? Er hat einen Helm, ja. Ich finde, also ich muss sagen, Ricardo mit Helm. Das heißt schon einiges so. Was auch immer. Ja, okay, krass, das war's. Welchen fandst du am besten? Ich muss fast sagen, den ersten. Ja, der Stall Triple, ne? Einfach weil er so heftig war. Aber ich muss sagen, Philipp war am nächsten dran. Ich glaube, der war schon ziemlich. Der war halt mehr so auf dem Rücken gelandet, seitlich. Aber ich sage, Campello schafft's als erster. Ich bin mir relativ sicher, dass Campello das als erster macht. Der ist einfach der ist genau der Typ dafür. Im Wettkampf einfach den Triple auszupacken. Das ist echt schwierig. Schreibt ihr auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr am krassesten fandet. Wir sind uns wie gesagt einig. Mit Ohnmacht ist schon. Das ist schon. Stalled muss auf jeden Fall sein. Stall Triple into Ohn. Stall Triple into Ohnmacht ist schon. Das ist schon so 15 Punkte Move. Und ja, Mann, das war's mit diesem Video. Wenn ihr mehr von Louis sehen wollt, könnt ihr ihm auf seiner Instagram-Seite folgen. Wie heißt du da? Louis Surft. Mit einem S. Mit auch einem Unterstrichen oder sowas? Nee, einfach nur Louis Surft. Ach, nur ein S in der Mitte? Ja, das ist der Witz so. Der ist nicht schlecht so. Der ist nicht schlecht. Habe ich schon gesagt, mit Daumen hoch können Sie geben, wenn es euch gefallen hat. Ja, abonniert den Kanal auf jeden Fall, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Das war's mit diesem Video, ne? Ciao. Ciao, haut rein. Warte, ich helfe dir. Es war nicht mal annähernd dunkel, glaube ich. Was meinst du? Achso, das? Ja, das macht nichts. Aber war voll gut, das Video. Glaubst du? Ja, mega. Nice. Lass das mal mit Balls dann nochmal zu dritt machen irgendwie. Ich glaube, das ist witzig. Glaube ich auch.